Hallo und hallo meine lieben Freunde, willkommen zur nächsten Aufnahme von Let's Play Akras zusammen mit Silence. Hallöchen und natürlich lieben du Jenny. So, und Tobi wollte ich in letzte Folge zeigen, es geht mit Slime spawnen und ja, erklärt es euch. Also man muss im Prinzip einfach nur lange warten. Also man muss diesen Slime matt oder was auch immer dabei rauskommt, muss man einfach drinnen lassen und einen Augenblick warten. Weil ich habe das nämlich eben umwandeln lassen und währenddessen habe ich weiter gesucht und oftmals habe ich Slime-Geräusche gehört und da war der Slime halt da. Das heißt, das werden wir uns gleich mal angucken, wenn da irgendwann spawnt und die Milchquest können wir abgeben. Richtig. Und ja, da ist einer gespawnt. Ich kann es dir noch zeigen, komm mal raus. Ernsthaft? So schnell? Nein, der ist ja vorhin einer gespawnt, der ist hier. Also, vor. Ja. Wow, genau. 16 Maschinenframes und 64 Limestones. Boah, ey. Und ein Herz, was wieder ins Armeesystem schmeißt. Von Forge Hoarding, oder? Ja. Go with the flow. Sorry. Da. Dann haben wir einmal den Storage. Ein Grande und ein Epic. Hm. Ein Wood Golem schon wieder, ey. Darkwood Sapling. Ich bin erstaunt. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und Herzkanister, yay! Den hab ich auch. Hallo? So. Ach, man kann nur Yellow oder Rot haben? Ach nein, da oben. Haha. Na, oh Mann, ey, ich bin... Was denn? Ich habe jetzt schon wieder den gleichen Fehler gemacht wie letztes Mal. Du hast 5 gedrückt. Nein. Ich habe hier reinsaugen lassen, bevor es überhaupt... funktioniert hat. Ach Mann. Oh, Slime. Slime ist gespawnt. Ja, nicht einfangen, bitte. Oh, das ist ja mega Slime. Tobi. Ja. Soll ich ihn austauschen? Ja, den jetzt bitte einsammeln. Hab ihn. Okay, komm mal ins Haus. Hä, wie hast du ihn jetzt größer gemacht? Mit den Spritzen. Macht die jetzt größer? Nein. Das lohnt nicht. Also da brauchen wir jedes Mal Slime-Balls für und das lohnt nicht. Ich wollte nur ein einziges Mal einen haben, dass wir halt exakt Kopie spawnen lassen können. Aber guck mal, die Slime-Balls rentiert sich doch mittlerweile. Hm. Guck mal. Glaube ich nicht. Ich hab 18. 26. Siehst du? Aber auf Dauer rentiert sich das nicht, kannst du mir glauben. Auch wenn du es wahrscheinlich eh nicht tust, aber egal. Okay. So. Ach, da habe ich auch noch was zu essen. Also, ja, wir haben jetzt irgendwie gerade total vergessen zu planen, was wir jetzt machen wollen. Naja, ich weiß es auf jeden Fall. Ich gehe jetzt die Quest durch und schaue an, was ich jetzt demnächst machen kann. Okay, das habe ich auch schon gemacht. Einmal wieder Zombies. Wir können ja Zombie-Ding abgeben. Ja. Na, warte, da habe ich schon abgegeben. Das hier Spawn, Skrill. Das heißt, wir müssen da jetzt Skrill spawnen Blood oder wie? Magic. Bees and Trees will ich eigentlich auch nur ungern bis jetzt machen. Das will ich eigentlich zum Schluss machen. Ach ja, ich habe kurz während der Aufnahme während der Aufnahmepause mal kurz einen Block weggenommen hier hinten. Und ich hoffe, dass da jetzt Dinger spawnen hier. Skrills. Weil angeblich von so einer Tiefe soll das spawnen, eine Tiefe ab 4. Und das hat sie jetzt schon. Laut Wikipedia. Du meinst Mindpedia. Stimmt, Mindpedia. Wegen mir. So, warte mal, wie viel brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen jetzt noch knappe 18.000. Kann auch noch einen Augenblick dauern. Gut, dann werden wir jetzt einfach nochmal Redstone so nebenbei laufen lassen. Genau, das kann man nicht abgeben. Das heißt, nur noch die eine Quest, das haben wir. Bees and Trees? Will ich noch nicht anfangen. Okay. Dann. Magic, genau das gleiche. Bei For the Hoarding. Endstone, dafür bräuchten wir eine große Farm mit Dings, Enderperlen. Wollen wir die sonst einfach mal bauen? Einfach nach hinten hin raus und fertig. Hä? Was hältst du davon? Brainy Zombies. Wir haben schon 7 gekillt. Wir müssen 10 killen? Ja.
Wir müssen. Und wir haben auch alle Slimes mittlerweile gekillt. Ja, aber Witches müssen wir 5, aber wo spawnen Witches? Witches, Bitches, Witches, Witches. Witches ist Witchwater und ein Priester. Das heißt, woher kriegen wir einen Priester? Villager Dauer spawnen lassen. Na, Halleluja. Das machen wir aber noch nicht jetzt, das lohnt sich noch nicht. Also wir wollen jetzt natürlich eine Autospawn-Anlage machen. Wie weit ist er denn jetzt eigentlich mit dem Dings hier? Dann Slime Block. Wir müssen. 62% hat er mittlerweile die Mushroom Soups. Hä? Wie macht man bitte einen Green Slime Block? Und wie macht man bitte einen blauen Slime Block? Green Slime Block ist einfach Green Slimes. Halt im 4x4 Kästchen und blau ist das mit den blauen Slimes halt. Nee, ich mach das schon, muss nichts machen. Ja, gut, dann mach. So. Also, ich würde ansonsten. Ethanol müssen wir eigentlich relativ viel für machen. Pyrotium könnten wir eigentlich machen. Sulfur heißt das Zeug. Genau. Pulverisiere ich das einfach mal kurz. Pulverizer, da. So. Wie sieht's aus? 10.000. Welche war das jetzt? Grove the Floor oder wie? Nein, for the Hoarding. Ja, mit den Slambots? For the Hoarding, ja. Oh Gott, da brauche ich ja 142 dafür. Ja, das dauert ein bisschen länger. Wie kriegt man die hin? Warte, bitte? Wie kriegen wir die Slimebälle hin? Ja. Wie? Entweder mit Slime Trees halt. Also, ja. Tanzen mit Krug abhaken und so weiter und so fort. Können wir die nicht anpflanzen lassen jetzt? Nein. Dann, das bringt nichts. Also, damit macht man im Endeffekt ein Minus. Das heißt, ich muss den Klartext in der Erde platzieren und dann die selber abpflanzen. Oder wir machen Autospawner mit Slimes. Dafür habe ich die Slime Blue halt Slimes. Geholt. Die Blue Slimes, die kriegt man entweder dadurch auch. Oder man siebt einfach, was man mit Green Slimes machen muss. Mit Green Slimes kann man irgendwas machen und das kann man sieben. Wir haben keine Bohnen mehr? Das heißt. Kein Boden mehr? Doch, normal schon. So. Nee. B-O-N. Bohnen wird's ja geschrieben. B-O-N-E, ja. Wir haben. Also, wir haben mindestens 20.000 Knochen noch. Bohnen hab ich nicht. Hast du vielleicht nur auf Craftable eingestellt, ME? Ich bin einfach an einer Terminal und fertig. Zwar habe ich keine Ahnung, wie das einen Unterschied macht, aber okay. Frag mich nicht. Kann man eine andere Variante von Ding machen? Von der Croc? Ja, eine Bone Croc, eine Gold Croc. Ich glaube, wir haben dafür eine Gold Croc. Ja, zwei Stück sogar. Ja, aber die bringen nichts. Wirklich nicht? Welche will er mehr bringen? Ich hab keine Ahnung. Weißt du was, ich nehme jetzt mal die Gold Croc. Stumpf. Was denn? Ja, kannst eigentlich nehmen, was du willst. Wie gesagt, es lohnt nicht. Wir können doch einfach eine Autospawn-Anlage machen, die Dings, Slime-Spawns. Aber ich werde jetzt erstmal einen Harvester und einen Planter nochmal bauen, falls wir keine mehr haben. Ach, haben wir sogar noch. Wieso kann ich die Slimes nicht wachsen lassen? Habe ich dir das nicht erwähnt? Die musst du so wachsen lassen, oder? Ja. Und wächst auch nur per am Tag. Hätte ich das eventuell erwähnen sollen? Nein! Tut mir leid. So, ich habe mal das größte Upgrade gemacht. Dort. Ich will dort haben. So, jetzt. So, du kannst mal, wenn du jetzt gerade im Endeffekt nichts zu tun hast. Nee, ich habe was zu tun. Mal, okay. Ja. 2, 4, 6. 18, okay, ist eine gerade Zahl. Bisschen weiter hier hin. Oh, das ist der Planter.
Den brauche ich hier nicht. Ich brauche den Harvester. So, haben wir noch ein Tesseract? Ach, haben wir sogar noch welche. Cool. Dann brauche ich aber zwei davon. Ist mir gerade aufgefallen. Dann brauche ich Item Doktor. Servus, wahrscheinlich. Was machst du dort? Mein Inventar wieder lernen, warum? Weil du einfach mal alle Farben machen kannst, wenn du möchtest. Ich habe jetzt was zu tun. Jetzt auf mal. Wie das bringt. Oh, der goldene Croc ist schon K.O. Schon tot. Ja. Bringt ja gar nichts. So. Upgrade von. Wucher! 11, das heißt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ich mache sicherheitshalber 12. Das sind jetzt. Ah, oh, scheiß Lex. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, kein Dirt mehr. Jenny, lag das bei dir, wenn du Dirt platzierst? Nö. Würdest du Dirt für mich platzieren? Weil bei mir lagt das einfach nur. Jedes Mal, wenn ich klicke, ist ein Mikro-Rockler mehr drin. Ne? Ja, das kotzt mich gerade einfach nur an. Okay. Einfach 13 mal 13. 14 mal 14 Fläche, bitte. Wo denn? Ja. Hinten, hinterm Haus. So. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Gibst du mir bitte Erde raus? 13. Ich hab keine Erde mit. Warum platzierst du überhaupt? Lass es doch mir überlassen. Ich platziere gerade nur das Nötigste. Also bist du wohin soll ich jetzt ausweiten? Warte mal, 11, 22, 25 mal 25. Und das muss der Mittelpunkt sein. Das muss der Mittelpunkt sein. Also, dies muss der reguläre Mittelpunkt sein, aber von dem aus hier kannst du halt zählen, wenn du willst. 25. In eine Richtung, 25 in die andere Richtung. 25 1, in die 2, Richtung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Warum? 6, 7, 8. Weil du ab hier alles wegmachen kannst. Wieso? Du hast gesagt 25! Ja, 25 mal 25 und das muss der Mittelpunkt sein, beziehungsweise dieses hier der reguläre Mittelpunkt. Ja, das Ding, das kann, hat einen Radius von. Radius Upgrade von 11. Das heißt 11 in jede Richtung plus halt in der Mitte hat er diese 3x13 drin. So, ich habe jetzt den Dirt auch nicht eingesammelt. So, das heißt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, hier ist auch schon eine Reihe jetzt. Ja, habe ich diese Reihe hier zu viel. Und ich sammle die Erde jetzt nicht ein, weil mir das zu nervig ist. Oh. Alter, das ist nervig. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Japp. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Machst du bitte weiter? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ja, passt.
Falls du nicht mitgezählt hast. So. Oh. Guten Tag da. Ich hasse Lex. So. Du kannst jetzt mal... weitermachen. Was machst du denn überhaupt? Na, die Erde platzieren! Wofür? Für dich! Ach so, du bist da immer noch dabei. Ja. Tut mir leid, das Lecken hat aufgehört. Ich dachte, du wärst fertig. Dein Ernst? Ja. So, jetzt bin ich fertig. Was willst du? Gut, willst du jetzt weiter alle Farben machen? Oder willst du weiter hier was ich machen? Ich kann gerne die Farben weitermachen. Sag bald gar nichts mehr. Ich hab grad gar nichts mehr. Schon bei 16 Minuten. Ja, ich will jetzt nochmal ganz kurz hier den Tesseract zumindest irgendwo hinstellen. Ohne, dass ich hier gleich Kreischanfall kriege. So, RF. Receiving Energy. So, das heißt, das Ding sollte jetzt zumindest schon mal laufen. Ja, so, das Ding, das kriegt jetzt das Upgrade. Das Ding kriegt das Upgrade. So, jetzt darfst du abmoderieren. Nö. Dann mache ich noch eben schnell weiter. Sehe ich nicht ein. Wie gesagt, dann mache ich jetzt noch eben schnell weiter. Dann mach noch ein kleines... Ich will nur den Baum hier abholzen. Mach das. Beziehungsweise abschleimen. Dance. Hier bitte, ich brauche eine Enderperle. Ich hoffe, das auf Dauer. Nein, das habe ich jetzt gerade falsch gemacht. Fuck. Darf ich so gar nicht machen. So, ich bin fertig. Ja, ich bin gerade noch am überlegen, wie ich das am effektivsten gestalte hier gerade. So müsste es gehen. Sending Items. So, ich will jetzt nur mal ganz kurz die Ender Lily Seeds schon mal hin platzieren. Dass die Anlage zumindest schon mal in der Theorie laufen kann. So. Also, was wir jetzt hier gemacht haben, ist eigentlich relativ simpel. Ja, wir haben eine Plantage für Ender Lily Seeds gemacht. Deswegen, das heißt, hier wachsen jetzt Ender Lily Seeds. Wir werden den Boden Stück für Stück durch Endstone ersetzen. Sofern wir halt irgendwann mal genug von den blöden Enderperlen haben. Hier schon wieder ein Skelett. Und jetzt darfst du abmoderieren. Was ist das hier? Der hat auf Bone Crocs gemacht. Ja. Ich darf mal moderieren, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Cheerio. Ciao, ciao.